Bei einer Massenkarambolage in Brasilien sind zwei Menschen ums Leben gekommen, zahlreiche weitere wurden verletzt. Der Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen auf einer Autobahnbrücke in der Nähe der Stadt Jacareí. Ein mit Farbe beladener LKW fuhr auf einen Schrottlaster auf. 34 Autos konnten nicht rechtzeitig bremsen und krachten in die Unfallstelle. Die meisten Fahrzeuge fingen Feuer und brannten komplett aus. Ein Autofahrer starb, als sein Fahrzeug zwischen den beiden Lastwagen eingeklemmt wurde. Ein weiterer stürzte beim Versuch, den Flammen zu entkommen, von der Brücke. Die Unfallursache ist noch unklar.